Hallo, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer Wochenbotschaft. Wir schauen gemeinsam in die Karten, was die kommende Woche so für uns bereithält. Und wir schauen in alle relevanten Lebensbereiche. Ja? Das heißt, wir schauen einmal in die Liebe. Wir schauen einmal, also natürlich nicht nur in die Liebe, sondern auch in Beziehungen, ja, familiär und so weiter. Dann schauen wir einmal uns das Thema Geld, Berufung, Beruf an. Und dann schauen wir auch noch in das Thema Körper, Vitalität, ja, weil alles drei gehört zusammen für ein glückliches Leben und für ein Leben, das so richtig geil ist, oder? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Irgendwie, wenn eins hinten überfällt, dann fehlt was. Ja, und deswegen schauen wir auch in alle Lebensbereiche, sodass du gut vorbereitet bist. Und wir gucken uns wie immer die Energien an. Wir sind keine passiven Spieler hier auf der Erde, ganz wichtig. Ja, wir sind dem nicht ausgeliefert. Aber wenn wir wissen, wie die Energien stehen, können wir besser damit arbeiten. Wir können besser damit jonglieren. Wir können die Ressourcen auch besser nutzen und auch die Chancen und Gelegenheiten. Und deswegen finde ich Tarot so wertvoll. Ja, ich finde es unfassbar wertvoll. Genau. Und heute, ihr Lieben, ich freue mich so, denn ich habe hier Tarotkarten dabei, die habe ich noch nie hier benutzt. Die sind so speziell und so besonders, die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar sind das die Paradoxical Blue vom Trion Fidella Luna Tarot. Die bekommt man nicht so einfach, ja, man muss sie aus dem Ausland bestellen und so weiter. Ganz tolle Karten, ihr werdet gespannt sein. Vielleicht gefällt es nicht jedem, aber ich liebe sie. Tolle Qualität auch, ich mag die. Die sind richtig schön flutschig. Das mag ich super gerne, ja. Ihr merkt, ich habe da einfach ein Faible, ich habe ganz viele Karten, jedes Kartendeck hat seine eigene Energie, ich mag das voll gerne. Und trotzdem muss ich auch sagen, zum Beispiel in meiner Tarot-Ausbildung, die ich ja auch leite, im Herbst starten wir wieder im Oktober, arbeiten wir natürlich mit dem klassischen Rider-Waite, weil das so eine starke Symbolkraft hat, ja. Und das haben die anderen halt einfach nicht so. Und deswegen sollte man erstmal mit einer guten Grundlage, mit dem Rider-Waite starten, um sich dann auszudehnen. Aber auch das erkläre ich alles in der Tarot-Ausbildung. Richtig magisch. Ja, also du kannst mal gespannt sein, wenn du da dabei sein willst. Sei einfach hier immer präsent oder folg mir auf Instagram unter patti.soulpositionspirit. Dort erfährst du als erstes davon, ja, wenn das wieder losgeht, wir die Tore eröffnen. Aktuell sind die Tore zu meinem Manifestationskurs Endless geöffnet, ja. Also auch dazu findest du alle Infos einfach in der Infobox. Schau dich mal um, schreib mich an bei Fragen. So, jetzt gehen wir aber rein und ich möchte als allererstes, wow, ich fühle, das wird eine feurige Woche. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist feurig. Feurig, da ist was los und ich möchte erstmal die Grundenergie wissen, ja, für die gesamte Woche. Einmal erstmal die Grundenergie. Na, das war aber flott hier. So, wir schauen es uns gleich an. Ich möchte dazu noch eine Karte aus dem Engel- und Ahnendeck ziehen. Na, die ist schon rausgesprungen. Und dann möchte ich noch eine Karte aus dem Moonology Oracle auch noch ziehen. Oracle, Oracle. Hi, ich habe einen Clown heute gefrühstückt, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe einen Clown gefrühstückt. Oder ein bisschen zu viel Kaffee getrunken. Beides kann sein. Oh ja, okay, schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier als Grundenergie? Okay, das gefällt uns aber. Wir haben die 9 der Münzen nämlich. Also, da ist eine Woche, wo ich wirklich sage, du kannst jetzt die Früchte deiner Arbeit ernten. Und viele sagen immer, die Früchte deiner harten Arbeit. Und ich denke mir, nein, warum müssen wir denn immer hart arbeiten? Vielleicht hast du smart gearbeitet, ja? Vielleicht hast du einfach energetisch viel gearbeitet. Und du kannst jetzt hier die Früchte irgendeiner Arbeit ernten, ja? Von irgendwas, wo du viel Energie aufgebracht hast, Hingabe und Liebe. Ich sehe auch, das ist etwas, das hat ein bisschen gedauert. Ja, das kam nicht von heute auf morgen. Und jetzt haben wir aber die Energie von, du kannst diese Früchte ernten. Du kannst jetzt wirklich sagen, wow, toll. Und jetzt darf alles kommen. Jetzt darf ich nur noch ernten, empfangen. Ja, du hast viel gegeben und jetzt darfst du empfangen. Das ist die Energie hier. Glaub an das Unmögliche. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben hier wirklich diese Energie von, vielleicht hast du gar nicht mehr dran geglaubt, dass du diese Ernte einfahren darfst. Vielleicht hast du gar nicht mehr geglaubt, dass es so gut laufen wird, dass das Ergebnis so toll wird. Glaub an das Unmögliche, sagt mir auch, deine Ziele werden übertroffen. Ja? Es geht in Richtung, deine Ziele werden übertroffen und du hast damit gar nicht mehr gerechnet. Es passiert irgendetwas, womit du gar nicht mehr gerechnet hast. Und wir haben hier den Seher auch noch und da haben wir sie über die gegenwärtige Situation hinaus. Also, sagt mir auch, dass du vielleicht am Anfang der Woche noch so bist, nee, das wird nichts, ich sehe die Ergebnisse noch nicht im Außen. Und der Seher sagt, nee, nee,
Glaub nicht dem, was du im Außen siehst, sondern was du im Innen siehst. Glaub deinem Inner Knowing. Was geht für dich? Was willst du haben? Und dann wirst du auch im Laufe der Woche hier ernten und auch etwas kreieren, woran du nicht mehr geglaubt hast. Ja? Also das ist so die Energie. Du kannst dich fast schon, könnte man sagen, auf ein unerwartetes Wunder einstellen. Weil es gar kein Wunder ist, weil du hast ja viel dafür getan, ja. Du hast Energie reingegeben, du hast irgendwas dafür getan, bist Schritte gegangen. Aber wir kennen das alle, oder? Wenn sich dann plötzlich nichts mehr tut, dann denken wir, ach, das ein Satz mit X, das war wohl nichts. Doch, das war was. Das war was. Cool. Schauen wir mal, was haben wir hier? Wir gehen erstmal rein in das Thema. Ich möchte heute zuerst mal ins Thema Körper reingehen. Wie geht es denn eigentlich deinem Körper, ja? Wie geht es denn eigentlich deinem Körper? Zwei Karten bitte, deiner Vitalität. Um was geht es hier in der kommenden Woche für dich? Okay. Was ich hier sehe, ist so die Energie von, dein Körper belastet irgendetwas aus der Vergangenheit noch. Irgendein Thema. Ja, das kann natürlich für den einen oder anderen sein, irgendeine Ernährungsweise, die lange Zeit so gelaufen ist, nicht so gut war, dass es den Körper belastet. Aber am Ende des Tages sind wir mal ganz ehrlich, egal ob wir ein bisschen viel essen, ungesund essen, Schmerzen haben und so weiter und so fort, das hat immer energetische Ursachen. Ja? Am Ende des Tages hat es immer eine energetische Ursache. Und ich sehe hier, die energetische Ursache liegt in der Vergangenheit. Das kann ein Kindheitsthema sein, eine belastende, toxische Beziehung, irgendetwas in der Vergangenheit, was dich belastet. Und wo es jetzt darum geht, mit dem Schwert entweder, ganz wichtig, ein abschließendes, klärendes Gespräch führen und dann die Fesseln zu einer bestimmten Person oder Situation zu durchtrennen. Schauen gleich noch mit den Lennys näher rein. Das sehe ich hier. Was ich hier auch sehe, ist etwas zu beenden, eine Lebensweise, eine Art, dich zu ernähren, eine Art, ne, wo du einfach sagst, nein, es reicht jetzt. Also hier geht es wirklich um das Thema Fesseln durchtrennen, sich befreien von etwas, was dir nicht gut tut. Ja, das ist das Thema. Und jetzt schauen wir mal, was hier drunter liegt. So. Ja. Hier geht es wirklich darum, etwas, was lange Zeit dein gewohnter Anker war, vielleicht auch eine toxische Arbeitsstelle, die dich belastet, wo du einfach sagst, boah, das war eigentlich nicht gut in der Vergangenheit, ich habe mich da eigentlich nicht gut gefühlt oder ich werde da immer wieder mit meinem Ex-Partner konfrontiert, der da arbeitet, sowas hier, ja, wo du einfach sagst, es könnte hier wirklich was sein, eine Arbeitsstelle, wo du einfach sagst, da muss ich Schluss machen oder ein klärendes Gespräch führen, damit ich wieder positiv in die Zukunft gucken kann, damit ich wieder den Blick für die Zukunft habe und nicht in die Vergangenheit zurückgucke. Das ist so die Energie, die es braucht, damit es deinem Körper gut geht. Vergessen wir nicht, wir sind hier beim Körper. Damit es deinem Körper gut geht. Verspannungen im Nacken, Migräne, Schwindel, all diese Dinge. Ja? Gleichzeitig geht es hier vielleicht um eine klare Entscheidung, wo du einen neuen Anker setzen kannst. Ja? Beruflich gesehen zum Beispiel. Auch Selbstständigkeit vielleicht endlich mal richtig angehen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Ja? Und es kann natürlich auch eine Person sein, die dein Anker war, wo du einfach sagst, sie war mein Anker, aber jetzt muss ich hier einen Cut ziehen. Ich muss einen Cut ziehen, das tut mir nicht mehr gut. Das ist hier die Energie. Okay, spannend. So, so spannend. Da steht was an. So, jetzt gehen wir als nächstes rein. Wir gehen als nächstes rein in das Thema Beruf, Berufung, Finanzen. Was haben wir hier? Beruf, Berufung, Finanzen. Königin der Münzen und Ritter der Kelche. Wow, okay, das ist super, wenn es ums Thema Finanzen geht. Denn die Königin der Münzen, die weiß einfach, wie sie mit Geld umgeht. Die weiß, wie sie Geld kreiert, wie sie Geld hält, wie sie Geld wieder smart fließen lässt. Ja? Die kann mit Geld umgehen, die ist sich ihrer selbst bewusst, die ist in sich geerdet und stabil. So. Mit dem Ritter der Kelche habe ich hier auch so, ich habe hier wirklich eine gute Zeit für dich beruflich gesehen. Da kommt etwas wirklich in den Fluss. Hier kommt etwas und ich hoffe, du hörst nicht, dass hier irgendwer rumbohrt. Ja? Wir machen einfach weiter. Also hier kommt etwas in den Fluss. Hier kommt etwas in die Harmonie. Etwas vielleicht, was auch lange Zeit ein bisschen schwieriger war. Und das wird dir helfen, diese Energie von Harmonie, von Leichtigkeit,
die irgendwie läuft es plötzlich beruflich. Vielleicht auch, weil du hier eine Entscheidung triffst. Ja? Kann bei dem einen oder anderen sein. Vielleicht, weil du hier irgendeine wichtige Entscheidung für dich triffst. Hier kommt wieder etwas in Fluss, etwas ins Fließen. Du hast plötzlich wieder eine Art von Inspiration. Du hast das Gefühl, ich habe was zu geben und du hast Lust, es in deiner Arbeit weiterzugeben, ja, in deiner Berufung weiterzugeben. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich bin aber Rentner, dann habe ich hier trotzdem, du hast etwas zu geben für andere. Und das wird dir ein Gefühl von Werthaftigkeit geben, von ich bin wertvoll. Und dein Wert wird auch erkannt. Das habe ich hier auch so. Dein Wert wird erkannt. Leute sagen, ja, du bist wertvoll für unser Team. Du bist wertvoll für mein Leben. Also ne, hier wird wirklich dein Wert anerkannt. So, was haben wir denn für eine Lenny drauf liegen? Ja, das bist einmal du. Das bist einfach einmal du. Dein Wert wird erkannt und du wirst auch damit belohnt mit Geld. Ja, du wirst ausgezahlt sozusagen. Es kommt zu dir zurück. Menschen erkennen deinen Wert. So. Okay, und irgendeine Sache, die lange so an dir geknabbert hat, ja, vielleicht hat es an dir geknabbert und du bist irgendwie, es war so, oh, kann ich das wirklich? Wird das angenommen? Der Kelch, den ich da hinhalte, der Kelch, wo ich meine ganze Liebe reingebe, meine Hingabe, vielleicht mache ich immer Überstunden, ich meine es gut, vielleicht in meinem Business, ich habe immer wieder Angebote gemacht, wurden nicht gebucht, ja, und es hat an dir genagt und du warst so, oh, oh, ich weiß nicht, ob das reicht, was ich zu geben habe. Und plötzlich machst du aber in dieser Woche die Erfahrung, dass es reicht, dass es angenommen wird, dass Menschen sich sogar darüber freuen. Ja? Das ist, was ich hier ganz, ganz stark und ganz, ganz klar sehe. So. Was haben wir in der Liebe? Was haben wir in der Liebe für dich noch? Beziehungsweise in Beziehungen allgemein. Ja? Es können ja auch Freundschaften sein. Familiäre Themen. So, und da haben wir schon mal das Karma. Die Karma-Karte. Die Karma-Karte. Hier ist die Chance, ein Karma zu lösen mit einer männlichen Person, dem König der Schwerter. Das heißt, es könnte dein Gegenüber sein, es kann aber auch dein Vater sein, dein Bruder, vielleicht auch irgendwie ein Seelenverwandter, wo du sagst, wir sind zwar nicht romantisch verbunden, aber irgendwas verbindet uns. Ja? Und hier kann sich ein Karma lösen. Ihr seid irgendwie karmisch verstrickt und es war nicht immer einfach, weil der König der Schwerter, wisst ihr, das ist auch so jemand, der lässt sich nicht so in die Karten schauen. Der ist manchmal sehr kalt, sehr direkt. Das erschrickt einen manchmal schon fast. Ja, der hat auch manchmal so ein bisschen eine eisige Wortwahl, sag ich mal. Das ist jetzt nicht der, der auf WhatsApp 1000 Herzchen schickt. Ah, du denkst dir so, kommt da nicht noch ein Smiley? Ja, so ungefähr. Ja. Da kommt wenig rüber. Und es war irgendwie schwer, aber irgendwie hat euch was verbunden. Wir gucken gleich nochmal näher rein. Und mit der Gerechtigkeit habe ich hier wirklich die Energie von, hier kann was in den Ausgleich kommen. Hier kann ein Karma sich lösen. Vielleicht auch, weil du hier Fesseln durchtrennst, ja. Und dadurch geht es dir auch körperlich besser. Hier kann etwas wieder sich ausbalancieren. Vielleicht hast du immer mehr gegeben, mehr Liebe gegeben. Und hier gibt es irgendeine Chance, eine Möglichkeit, etwas auszubalancieren. Aber ich muss näher reinschauen, um dir das konkreter hier zu sagen. Einmal bitte. Yes. Okay. Mit den Lilien habe ich hier schon so eine sexuelle Energie. Eine leidenschaftliche Energie, ja. Wenn du jetzt sagst, oh, das stimmt bei mir nicht, ich habe gerade irgendwie mit meinem Vater ein Thema, dann haben wir hier so eine Energie von, ah, vielleicht hat dein Vater dir immer Geld gegeben, zum Beispiel, um irgendwas bei dir zu supporten und du hast deswegen das Gefühl gehabt, du bist von ihm abhängig, ja, und da war so eine karmische Verstrickung. Oder du hast deinem Bruder immer Geld gegeben, zum Beispiel, ja, also hier haben wir so eine Energie auch von für jemanden da sein, jemanden aushalten auch so ein bisschen, aber eben auch eine stark sexuelle Energie, was immer so ein bisschen im Ungleichgewicht war. Vielleicht hast du immer mehr gewollt von der anderen Person. Oder die andere, ja, wahrscheinlich eher so, ne? König der Schwerter, eher du hast mehr gewollt, mehr gegeben, ja? Mehr denjenigen unterstützt, mehr Einladungen ausgesprochen, immer für die Harmonie gesorgt. Und es war im Ungleichgewicht, weil du warst immer die Person, die für Harmonie gesorgt hat, ja? So, was haben wir jetzt auf dem König der Schwerter? Was passiert hier? Ja, den Schlüssel. Der König der Schwerter ist der Schlüssel, nicht du. Du hast schon immer viel gegeben und getan. Und der Schlüssel ist der König der Schwerter. Und jetzt in dieser Woche wird er endlich bereit sein, diesen Schlüssel umzudrehen. Der hat ihn die ganze Zeit in der Hand, aber er will nicht. Aber irgendwas passiert jetzt in der kommenden Woche und er wird den umdrehen. Ja, der wird einmal klick, klick, klick. Oh, ich will noch eine Karte ziehen, ihr Lieben. Es macht mich jetzt so neugierig.
Das macht mich jetzt so neugierig. Was würde er denn tun? Was würde er denn tun? Was ist denn dieser Schlüssel? Können wir hier bitte nähere Informationen? In irgendeiner Form haben wir hier die Energie von Teamwork, von mit dir. Ich hoffe, du siehst das noch. Schauen wir mal. Ja, ach ja, locker. Okay, wir haben hier so ein bisschen die Energie von Teamwork, von er will das irgendwie mit dir nicht zum Scheitern bringen. Er will, dass ihr weiter irgendwie zusammenkommt. Und deswegen erkennt er jetzt, wenn er das jetzt nicht macht, dann gehst du da verloren. Dann bist du weg vom Fenster. Und jetzt nutzt er endlich den Schlüssel und sagt, okay, ich drehe mal um, ja. Ich gehe mal auf jemanden zu. Ich zeige mal, dass mir an der Sache was liegt, ja. Das ist so, was ich hier sehe. Und naja, wir haben hier den Fuchs. Das heißt, er wird es auf eine schlaue Art und Weise machen. Also er würde jetzt nicht plötzlich kommen und sagen, oh, es tut mir so leid und du bist mir so wichtig. Der macht es so ein bisschen durch die Blume, gewieft und schlau. Und er ist auch schlau, weil er weiß, wenn er es jetzt nicht macht, dann passiert es nicht mehr wieder. Er macht es wie so auf den letzten Drücker dann. Doch noch die Kurve kriegen, doch noch irgendwas ausgleichen zwischen euch. Und gefühlt ist es für ihn so durch die Blume. Aber energetisch löst es ein Karma auf, weil das so wichtig ist, dass er jetzt den Schlüssel umdreht. Weil du hast die Tür schon längst aufgesperrt von deiner Seite, aber er nicht. Und da wird jetzt ein Schlüssel umgedreht, ja? Das ist, was ich hier ganz arg spüre. Wow. Was haben wir denn auf der Rückseite noch? Wir haben zwar hier schon die Hauptenergie, aber ich möchte es trotzdem nochmal wissen. Den Hierophanten. Okay, hier, das wird eine Woche, da wirst du dir denken, wow, irgendwie magisch. Alles fügt sich plötzlich so. Bup, 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 bup. Und ich habe den Eindruck, diese Sache hier, wo du eine Entscheidung für dich triffst, einen Anker loslässt, wo du hier eine Fessel durchschneidest, löst so eine Kettenreaktion aus. Beruflich gesehen, aber auch hier in dieser Situation. Da kommt eine Kettenreaktion, mit der du nicht mehr rechnest. Es passiert was, wo du denkst, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, ja. Und da passiert etwas, wo du sagst, wow, plötzlich kommt alles zu mir, alles. Geld, Liebe, alles kommt. Das habe ich nie gedacht. Deinem Körper geht's gut, ja. Und es sieht am Anfang der Woche vielleicht nicht so aus, ja. Es sieht nicht so aus, aber es ist geführt. Es ist geführt. Die Sachen kommen total ins Gleichgewicht. Wow. Mega, mega schön. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, Kanal abonnierst, schreib mir gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Party